Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit Thema Kraftstoffversorgung, RS Philemon. Wird ein längeres Video, wird über ein paar Tage und Wochen gehen, weil wir nämlich noch einiges dafür bauen müssen. Aber an erster Stelle muss ich einfach nochmal meinen Respekt an Basti TTD und Marcel P. Motors aussprechen, weil egal, was ich mit dieser Brücke mache, das passt so sensationell gut, dass ich das wirklich lange nicht gehabt habe, dass Teile einfach so, weiß nicht, ist egal, was ich anschraube, es passt wirklich alles auf Millimeter. Ne? Jetzt habe ich angefangen, den Motor zusammenzubauen. Das erste, was ich wieder machen musste, waren die Dichtungen groß dremeln vom Abgaskrümmer, weil er halt größer als Serie ist. Jetzt habe ich mich schon mental darauf eingestellt, das gleiche auch mit der Ansaugbrückendichtung zu machen. Für mich das Schlimmste, was es gibt, weil die so dünn und labbrig ist. Teilweise habe ich keinen Bock, den Motor zu zerlegen wegen der Dichtung. Und jetzt ist mir wieder eingefallen, eben gerade haben sogar dran gedacht und haben das auf Dichtringe umgebaut. So, das heißt, wir müssen rein gar nichts machen. Außer Dichtung vergessen. Außer den Dings hier reinfriemeln. So, hier, zack. Und das war's auch schon. Der Kopf ist schon passend gefräst für die Brücke. Das heißt, wir können das wirklich so wie es ist, einfach kluck drauf und Abfahrt. So, das ist das Geile. Aber eigentlich soll es heute um das Thema Kraftstoffversorgung gehen. Wichtiges Thema, Kraft kommt von Kraftstoff, wie ihr bekanntlich wisst. Ethanol ist, was Kraftstoff angeht, dass man schon wirklich viel braucht. Hat man da zu wenig von, ist sofort alles im Arsch. Und dann gibt es aber noch Steigerungen mit irgendwelchen Methanol-Sorten, irgendeinem Rennsprit und so weiter, wenn man vielleicht noch mehr braucht. In dem alten Auto bin ich gefahren, diese Düse hier. Das ist eine 1500er Düse von Bosch. Das ist die größte Düse, die es gibt mit einem Edelstahlkern drin. Das heißt, die ist offiziell freigegeben für Ethanol. Es gibt nämlich auch Düsen, die haben einen Stahlkern drin, die bappen dann immer fest, gehen kaputt. Musst jedes Mal nach dem Laufen lassen Sprit reinmachen und den Motor mit Sprit laufen lassen. Hatte ich immer gar keinen Bock zu, weil ich halt schon das Auto immer noch viel genutzt laufen lassen habe und so weiter. Deswegen bin ich immer diese Düse gefahren. Und man unterschätzt bei Düsen immer, was halt gefährlich ist. Du merkst bei einer Düse nicht, wenn sie weniger macht. Das Beste wäre einfach, das Auto springt nicht an, weil gar nichts rauskommt. Meistens ist es aber eher so, dass eine Düse zum Beispiel auf einmal 10, 20, 30% weniger macht. Und das seht ihr gar nicht. Das heißt, das Auto läuft ganz normal. Ein Zylinder läuft aber zu mager. Und das sind diese typischen Schadensbilder, wo dann mal so ein Kolben weggeschmolzen ist. Mal so richtig durch den Kopf nach außen so ein Strahl geschnitten wurde durch die Verbrennung und so weiter. Weil man unterschätzt, wenn etwas zu mager verbrennt, wie heiß es wird. So, deswegen bin ich immer bei diesen Düsen geblieben und hatte da auch eigentlich immer mit die beste Erfahrung. Allerdings, eigentlich finde ich für ein RS4 diese Düsen noch besser. Serienmäßig ist das nämlich auch so. Die haben hier nochmal so einen kleinen Pimmel dran. Kleinen Pimmel dran. Ein Hals. Ein Hals. So. Ja, das kann man ja wohl sagen, wenn man selbst das nicht mehr sagen darf. Weil mit diesem kleinen Pimmel steht nämlich diese Düse, wenn wir die hier mal reinmachen, nämlich richtig schön in den Ansaugkanal rein. Das heißt, die rotzt nicht nur da hinten einfach rein, sondern die ganze Luft geht an der Düse vorbei und wird richtig schön im Kanal zerstäubt. Habe ich auch tatsächlich gemerkt. Wollte gerade sagen, weil wenn die zu kurz ist, schon Angst, dass sie irgendwo gegen diesen Trichter strahlt, oder? So, und diese Düsen haben tatsächlich immer einen bestimmten Winkel, wie sie quasi zerstäuben. Und weiß ich nicht, ich habe es wirklich gemerkt, dass wenn man von der Düse auf eine ohne den kurzen Pimmel geht, langen Pimmel, wie auch immer, ist es tatsächlich so, dass das Auto schlechter läuft. Also hat was zu tun mit, wie ist der Leerlauf, wie gut kann man Lambda 1 fahren und solche Sachen. Weil einfach diese Düsen sind riesig, riesig groß. Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Gardena-Schlauch, den ihr auf und zu macht. So ähnlich ist das bei einer Düse übertrieben gesagt auch. Das heißt, wenn dann dazu die Zerstäubung und Verwirbelung zwischen hier und Zündkerze, also Brennraum, auch noch schlechter ist, ist es natürlich noch umso schwieriger, das richtige Gemisch hinzukriegen. Deswegen bin ich froh, dass ich in diesem Setup jetzt hier Folgendes machen kann. Wir fahren diese Düsen, die haben 1000 Kubik, die fahren wir erstmal hier ganz normal an der Position, wo sie original sind. Die können wir jetzt erstmal schon mal reinmachen. Gleitgel. Ey, das darf ich eigentlich keinem erzählen, aber ich habe den Detailer habe ich neulich sogar genommen, um Edelstahllöcher zu bohren. Ich weiß. Das ging sogar. Wirklich, das ging wirklich richtig gut, weil ich hatte wirklich gerade nichts hier. Und ja. Achso, ich habe noch ganz vergessen zu sagen, diese Düsen haben jetzt hier 1000 Kubik. Bei 3 Bar. Nee, ist nicht ganz korrekt. 980, glaube ich, ne? Ja, so also ein bisschen unter 900 bei 3 Bar. Und dementsprechend bei 4 Bar, zwischen 3 und 4 Bar sind immer 12% Unterschied. Das heißt, so ungefähr haben gute, echte 1000 Kubik bei 4 Bar. Ich fahre 4 Bar Kraftstoffdruck. Also ich denke mal, mit diesen Düsen mit 1000 Kubik wird man mit meinem Sprit so 600-700 PS fahren können. Eigentlich. Warum 4 Bar und nicht 3 Bar? Das ändert nicht das auch das Spritzbild an sich schon? Nicht unbedingt. Also bis zu einem gewissen Maß ist es besser. Je mehr, ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich gerade wieder von der Brücke schwärme. Man sieht es schon wieder daran, wie das hier so reingeht. Ne? Das ist einfach
Einfach geil. Ja gut, hast vom Pimoda schon mal was Mist gehabt? Ja, aber es ist wirklich, muss ich wirklich sagen, ist wirklich... Ist auch krank, was der macht. Ist wirklich geil. Also ich sag mal, bis 5 Bar, also 3 und 4 Bar ist das Spritzbild definitiv am besten. Zu wenig ist auch nicht gut. Zu viel ist auch nicht gut. Ist immer so ein bisschen Düsen etc. abhängig. Alleine auch sowas. Die Düsen sitzen sofort. Sie sind nicht fest, aber auch nicht lose. Die können nicht rausfluppen. Das funktioniert einfach. Also wir gehen erstmal mit einer Reihe Tausender. Die können so 600-700 PS sein. Das ist nämlich gut, weil das heißt, für den ersten Moment, wenn Lader kommen, wenn so ein bisschen Ladedruck entsteht und so weiter, werde ich nur diese Düsen fahren. Das heißt, in dem Moment, wo es auch am schwierigsten ist, einen guten Lambda-Wert zu fahren, weil natürlich so ein Turbolader irgendwann relativ heftig Luftmasse macht, das heißt, in diesem Moment ist es auch umso schwieriger, passend Kraftstoff in den Brennraum zu kriegen. Weil der Kraftstoff muss vordefiniert sein. Also man kann nicht nur stumpf nach Lambda-Sonde fahren, weil die wird definitiv zu langsam sein. So, und das wird so perfekt gehen. Wenn dann Leistung da ist, zeige ich euch gleich, was dann passiert. Wir montieren die jetzt hier tatsächlich irgendwie schon final, ne? Final für immer. Ich bin schon mal Upgrade irgendwann. Nee. Okay. Eigentlich nicht. So, die erste Stufe des Kraftstoffsystems ist ready. Glaubst du, dass eine Hohlschraube genauso viel durchlässt wie so ein Dash-Fitting mit einem Schlauch einfach vorne drauf kommt? Keine Ahnung, da habe ich mir ehrlich gesagt auch jedes Mal die Frage gestellt, weil es halt irgendwie nicht so cool ist. Aber. Also, okay, es sind zwei Löcher und kommen wir drum gespült. Ja, genau. Aber trotzdem, irgendwie hätte ich so flowmäßig. Hier ist jetzt ein Dash 6 Gewinde drin. Da kriege ich auch schon immer zu viel. Also, es gibt immer zwei verschiedene Dash 6. Also, es gibt einmal das Gewinde und die Abdichtung. Normalerweise, dieses UNF-Gewinde heißt, dass man diesen Konus zum Abdichten hat. Es gibt natürlich aber auch das gleiche Gewinde zum Abdichten einfach mit der Dichtfläche. So, und die Fittinge zum Abdichten mit der Dichtfläche haben immerhin schon mal einen Konus hier. Es gibt auch manche, die würden jetzt so ein Ding da reinschrauben und hier ist jetzt quasi die Rail und es fließt eigentlich eher gegen den Konus und dann dadurch, ob es am Ende einen Unterschied macht oder nicht. Ja, aber das ist schon eklig, finde ich. Genau, ich hätte es auch sonst abgeflext und einen Konus mit dem Senkerkurs reingemacht. So, jetzt nehmen wir eine Schraube hier und überlegen uns, von der Theorie her natürlich, also auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das die Engstelle ist, weil dieses Loch, was wir doppelt haben von beiden Seiten bei der Hohlschraube, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, mehr als das, was da in der Mitte los ist. Also wenn man sich da, glaube ich, auch immer vertut. Ja. Das ist ja auch das immer, ja. Nein, was man sich bei mit Ausruf zum Beispiel, so einmal 4 Zoll ist ja viel, viel mehr als 2x76 oder sowas. In dem Fall ist es tatsächlich auch so, dass die, nur weil wir hier jetzt an einer Stelle ein kleines Nadelöhr haben, heißt das nicht, dass das große Verluste sind. Weil bei Leitungen sind die Verluste immer auf die Länge zu rechnen. Und selbst wenn man hier nur auf 1 mm eine kleine Querschnittsverjüngung hat, heißt das nicht, dass man die ganze Zeit nur diesen kleinen Querschnitt hat, sondern wirklich nur an der Stelle, wo es halt so ist. So, ne? Lernt man Installateur für Sanitär und irgendwas anderes. Egal, wenn ihr auf jeden Fall eure Ausbildung macht zum... Als Gaswasser... Bei Röhrig. Bei Röhrig. dann hat man damit zu tun. Gerade Thema Heizungsrohre, normale Rohre. Egal, zurück zum Thema. Also, das ist Step 1. Jetzt kommt hier drauf diese galaktische Brücke. So sitzt sie hier. Und jetzt kommt nämlich das Geile. Wir haben bei dieser Brücke, wo übrigens schon mal 3000 PS durchgegangen sind, war übelst witzig, Essen Motorshow, Paul steht vor der Brücke und überlegt so, Alter, was für ein Kindergarten ist das für die Brücke jetzt hier eigentlich? Weil das halt die alte Brücke von Paul ist. Wir können jetzt hier zusätzlich nochmal 12 weitere Düsen reinklatschen. 12. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ganz wichtig bei diesen Düsen ist übrigens, die sind immer gematcht. Deswegen sind jetzt hier immer 6 in einer Tüte. Das heißt, die 6 machen immer das Gleiche. Hier machen wir die größtmöglichen Düsen rein. Und davon machen wir gleich 2 Stück rein. Die 16. Genau, das sind eigentlich 1500er bei 3 Bar und haben knapp 1700 bei 4 Bar. Die kommen in die zweite Rail oben rein. Das heißt, die spritzen wirklich hier einfach nur stumpf unter Volllast in diesen riesen Kanal rein. Die werden von dem Steuergerät einzeln getaktet. Also das Steuergerät weiß ganz genau, ich habe diese Einspritzgalerie und diese Einspritzgalerie. Und das muss man dann halt rausfahren, wann und wie die dann dazu kommen. Und wenn dann natürlich hier in den Kanal 3000, 4000 Kubik Sprit reinkommen, ist da halt Sputung angesagt. Ah, hier sehe ich jetzt eine Sache, die mir gar nicht gefällt. Da ist normalerweise so ein kleiner Filter drin. Da ist keiner drin.
Das, nee, also doch, hier ist ein Filter drin. Ach so. Aber der ist so klein und so bescheiden, dass der mir nicht gefällt. Ganz einfach unter dem Aspekt. Hast du da mal andere reingemacht? Weil, nee, ist eigentlich falsch rum. Also normalerweise funktioniert ein Trichter immer so, dass die Flüssigkeit von außen durch den Trichter geht, dass wenn er verstopft ist, trotzdem noch was durchgeht. Ich hatte einen Motorschaden mal, weil das Ding ja verstopft ist. Der Sprit kommt von hier. Und wie ihr seht, sammelt sich der Sprit in der Tasche. Das heißt, wenn da irgendwann mal ein größeres Stückchen reinkommt, ist das Ding einfach zu. Und wir sind wieder bei dem Punkt, dass es nicht zu ist im Sinne von, es geht gar nichts mehr durch, sondern es geht nur die Hälfte durch. Und dann fackelt sie halt schön Einzylinder weg. So, das heißt, wir nehmen jetzt nicht diese, sondern, weil ich gerade zu faul bin, das abzuschrauben, haben wir noch einen weiteren Satz vor dem Buschstüß. Nee, falsch formuliert, ich meinte nicht einen weiteren Satz, sondern meinte nur noch Kippchen hier. Bevor wir jetzt die Filter da rausballern. Und ihr ist es schon geändert, oder was? Oder sind nee, die gibt es auch so ohne. Aber das sind, wie gesagt, Düsen von Bosch. Manche sagen der Bosch Motorsport zu, aber es ist eigentlich nur eine Bosch-Düse. Sind ein bisschen teurer wegen diesem Edelstahlkern und man muss sie halt matchen. Also matchen heißt halt, man muss halt einmal sagen, das ist jetzt eine Düse, die hat 1500 Kubik, die nächste hat 1505. Es gibt auch tatsächlich welche, die 1600 haben. So, ne? Deswegen matcht man die dann so zueinander, dass sie bestmöglich passen. So, jetzt guckt euch mal an. Jetzt kommt die hier nämlich so klack rein. Wir waren dabei stehen geblieben. Ich glaube, das Steuergerät könnte sogar tatsächlich 16. Bin mir gerade nicht sicher. Bin Max EZU noch nicht so drin. Ist aber auch egal, weil die hier werden ich sag jetzt mal vorsichtig, parallel geschaltet. Also da lässt man dann nicht eine Düse bis 100% laufen und dann erst die nächste anmachen, sondern in dem Fall würde man beide laufen lassen. Guck, siehst du, die gehen nämlich noch weiter rein. Guck, wie geil tief die da reingehen. Okay. Okay, mit den in Anführungsstrichen kleinen unten kannst du halt dann auch ganz entspannter die Taktung machen, ne? Genau. Ja, also und auch ganz entspannt Leerlauf, was bei so einem Auto halt einfach alles eigentlich gar nicht notwendig sein wird. Aber ich bin halt wirklich jemand, ich kann das nicht ab, wenn ein Auto einen schlechten Kaltstart hat. Oder. Also das muss schon gut funktionieren immer. Alter, das ist jetzt hier wieder so ein Bild, ne? Da muss ich erstmal ein Foto von machen. Jetzt tu nicht so, als wäre das irgendwas Besonderes, dass du Fotos machst. Alter, guck auf dein Handy, guck in den WhatsApp. Ey, wir hatten noch neulich einer mehr Fotos. Löscht du mal zwischendurch? Nee, hat doch einer unter dem Video kommentiert. Er hätte, was weiß ich, wie viele Fotos. Du musst ja löschen zwischendurch. Nein. Du schickst ja schon von einer Sache 20 verschiedene Perspektiven pro WhatsApp. Ja. Die brauchen wir auch. Das ist ja so brutal. Okay. Aber jetzt stell dir mal vor, wir würden noch Onlyfans machen. Wie Fotos wird das auch mehr nehmen? Ja, aber geil, Alter. Nur so ein Auto-Onlyfans. Nein, aber ohne Witz hier, guck mal, Alter, wie da diese 12 Düsen da so stehen. Da kann man ruhig den Portier-Modus mal anmachen. Und jetzt kommt das letzte Geile, was ich euch zeigen wollte. Mein Plan war so drauf, hier vorne reingehen mit zweien und hinten gleich mit einem rausgehen. Geht aber nicht, weil dann diese Seite komplett zu ist. Also würde schon gehen, aber die Verbindung, deswegen ist hier in der Seite die Bohrung drin, ist hier vorne. Also die sind nur hier verbunden. Das heißt, wir machen es doch so, wie ich es vom Gewissen her auch besser gefunden hätte. Wir gehen auch zweimal wieder raus. Y halt. Dass wirklich das ganze Ding einfach geflutet wird. Und dann dahinter geht man am Benzinregler links, rechts rein. Wie auch immer. Das ist ein schon krasses Ding, Alter. Krasses Ding. Achso, haha. Ja, müssen ja logischerweise auch die Käppchen drauf, ne? Sprühe gleich ein, sonst machst du den ganzen Rückkehrerfolg. Ist doch geil. Oh. Dann rostet sie wenigstens nicht. Stimmt. Das eloxierte Alu rostet dann. Man soll mit dem Detailer nicht sparsam sein. Aber ist wirklich. Also, siehst du, wie geil die draufgehen? Nimmst du jetzt irgendwie ein Öl, hast es die ganze Zeit an den Finger. Und hier fluppt das echt richtig. So, wir können ja in der Zwischenzeit schon mal zusammenrechnen. Das heißt, wir haben 1000 Kubik und 1700 Kubik. Das sind. Nee, mehr. Das sind 1700 sind. Ich glaube, die haben sogar fast 1800. Sagen wir 4.500 Kubik pro Zylinder. Das sind 4.500 Liter, die pro Minute in den Zylinder reingehen. Vielleicht kommt Paul wieder und sagt zu ihm, was machst du in den anderen 15 Zylindern? Ja, genau. Klar, da gibt es ja welche, da ist viel krasser. Aber wenn man sich überlegt, wenn man das wirklich braucht, 4.500 Kubik pro Minute pro Zylinder. Aber das ist ja schon richtig. 4.500 Liter die Minute. Vor allem, wenn du das jetzt durch 60 teilst, bist du bei 600, bist du bei 80 Kubik pro Sekunde. Wie hast du das schon ausgerechnet? Kopfrechnen. Ja, Schule nicht aufgepasst? Natürlich nicht, ich war gar nicht da. Kopfrechnen ist wirklich eine Übungssache.
Auch. Man sagt auch, wer gut Kopfnicken kann, kann auch gut Klavier spielen. Ich kann tatsächlich. Ich weiß. Nein, wenn du dein Leben lang im Kopf rechnest, kommst du erst gar nicht dazu, immer den Taschenrechner zu nehmen. Weißt du? Das ist einfach so. Ja, Tom, da haben wir, glaube ich, verkackt. Eigentlich sind es auch weniger als 80, werden eher so 75 sein. Aber ja, okay, mal, dann. Einen 80-Kubik-Zylinder, wenn der einmal hoch und runter geht. Mhm. Das ist schon eine Menge. Das ist das, was da an Sprit pro Sekunde reingeht. Bescheuert, ne? Wenn es voll ausgenutzt ist. Ja, aber trotzdem schon bescheuert viel eigentlich. Vor allem jetzt stell dir mal vor, du würdest hier 2000er Düsen reinmachen. 18 Stück davon. Und irgendwie, keine Ahnung, verpennst du das Auto nach dem Event, lässt es am besten noch im Trailer stehen, es regnet und so. Und alle 18 sind einfach kaputt, ne? Weil wenn die einmal kaputt sind und zu sind, kriegt man die auch ganz oft nicht mehr gereinigt. Dann kannst du ja wirklich nur noch neu kaufen. Und das wird jetzt natürlich auch Spaß hier. Die Titan-Screws. Na, da jetzt noch die schwarzen Schrauben da oben rein. Hast du eigentlich mal geguckt oder darauf geachtet, ob diesmal mehr Titanschrauben in dem hast als bei der anderen? Ob ich da mehr drin habe? Ich würde sagen, am Ende nein. Weil du so viel weggelassen hast? Genau. Deswegen? Nee, genau, weil an dem alten Auto viel, viel mehr noch dran war, ne? Mhm. Aber sonst so. Eigentlich traurig, ne? Weil Titanschrauben reinschrauben macht ja schon Spaß. Ja, aber ist gut fürs Portemonnaie, ne? Wenn es weniger sind. Ja. Und man kriegt die mittlerweile nicht mehr so einfach. Ich weiß nicht, ob ihr die alle wegkauft, weil so viele jetzt mittlerweile Titanschrauben kaufen. Früher einfach eBay. Race TE. Aus England. Ist nicht mehr so easy. Bei Düsen ist halt wirklich immer gefährlich. So, wenn du den Ohrring rausgequetscht hast? Nee, dass wenn sie nicht so cool sitzen, dass es halt undicht wird. Aber selbst mit der Handylampe kann man auf schwarz. Hast du irgendwo eine andere? Gar nicht. Nee, ne? Hier sieht man jetzt schön, wenn du hier so rüber filmst, da müssen wir auf jeden Fall doch nochmal bei. Also war nicht final. Weil. Ich kann die Düse bewegen. So ist sie jetzt ganz oben im Anschlag. Mhm. Oh jo. So ganz unten drin. Das heißt, da fehlen, was sind das, 3 mm? Also irgendwas unterlegen, reinlegen? Ja, entweder die... Das ist wahrscheinlich wegen dem Käppchen, ne? Weil das Käppchen ist ja so universal. Ja, aber eigentlich gibt es das nur so. Es gibt nur die Düse und dann halt diese 15 mm Käppchen. Und ich würde behaupten, wir brauchen eher 3 mm mehr. Also meine Vermutung... Meine Vermutung ist leider, dass auch die Düse noch nicht weit genug reingeht. Also hier ist komplett gar kein Anschlag drin. Also ich könnte die Düse komplett durchwerfen. So, genau. Genau so. Also diese erste Phase, die man da so ein bisschen sieht, die ist tatsächlich nur, dass der Ohrring schön sitzt. Hallo. 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 Schönes Wochenende. Jetzt schon Wochenende? So erst 11. Also ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, dass der auf dieser Kante hier nur sitzt. Meinst du nicht, er drückt sich auf der Plastikkante ab dann? Nee. Aber hier ist ja definitiv eine Stufe drin. Ja, aber das ist, um den Ohrring reinzuzittern. Reinzuzittern. Weißt du, und deswegen geht das auch, also dann ist es eher so, dann ist es eher so gewollt, hier. Man die Seite da eher reinmacht. Ja, jetzt geht's weiter mit Rohrbiegen. Tom hat was mitgebracht, sein Werkzeug. Ich bin gespannt, sieht professionell aus. Das kommt so aus, ne? Es geht jetzt um diese Verbindung hier. Wir wollen jetzt von hier nach hier biegen. 12x1, ne, Edelstahl. Mhm. Wollen wir, soll ich einen Draht machen oder was schlägst du vor? Also ich hatte hier schon mal einen Draht gemacht. Ja, können wir gerne einen Draht machen. Die Frage ist, hat man den Radius dann am Ende hinkriegt. Okay. Das heißt, wir fangen einfach mal an. Also eigentlich ist es, wenn du hier mal reinguckst, Nico, ist es einmal ein Knick nach da, ein Knick nach oben und ein Knick darüber, wenn man ehrlich ist. Ja. So, das heißt, wir fangen einfach mal mit dem Knick an und gucken dann, was passiert. Oder erst den Knick in der Mitte. Nee. 3:28 Uhr nachts. Aber ehrlich gesagt, jetzt wo ich die Rohre sehe, weiß ich auch nicht, ob es mir gefällt. Meinst du denn nicht lieber in Dash baust? Ja. Weil das ist so eine kurze PTFE-Strecke einfach, ne? Mhm. Warte, ich hole mal einmal kurz das Fitting. Ganz kurze Videounterbrechung. Jetzt haben wir hier zwar schön rumgeflext, aber ich glaube, ich finde es doch ein Dash cooler. Ich baue mal kurz was. Wir haben ja zum Glück ein großes Lager hier. Also, das waren jetzt gefühlt 10 Minuten. 2 Leitungen gebaut. Die kürzeste Leitung, die wir, glaube ich, jemals gebaut haben. Ja, und jetzt montieren wir das Ganze hier mal schnell. Dass es so straff ist, dass du damit die Rail wieder festziehst. So, ich mag die kurzen Leitungen nicht ganz so,
Also ich fände es cooler, wenn die Leitung ein bisschen länger wäre, aber so sieht schon cool aus. Kann man schon machen. Okay, haben wir die Baustelle auf jeden Fall auch schon mal und beseitigt. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Mittlerweile läuft der Lachs hier, aber keine Zeit verlieren, wir machen weiter. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Video schon gesagt habe, aber ich wusste, wie oft ich diese Ansaugbrücke abbauen werde. Und ich sag euch, es ist einfach geil befriedigend, wie diese Ansaugbrücke hier runtergeht. Es war sonst immer Baustelle, die Brücke runterzunehmen. Jetzt ist es wirklich nur Schrauben lösen. Durch diese O-Ring-Abdichtung kann man einfach die Brücke nach oben abnehmen und setzt sie wieder drauf und sie ist einfach wieder dicht. Also das ist wirklich, das macht mir Spaß. Und die nächste Sache, die mir extrem Spaß macht, ist, dass man tatsächlich auch an die Kerzen rankommt, ohne die Ansaugbrücke abzunehmen. Das war vorher auch immer ein Riesenthema. Man musste komplett immer alles zerlegen, dieses riesen Y-Rohr oben runter, um an die Kerzen ranzukommen. Ein Nachteil allerdings haben Titanschrauben, das ist, dass kein Magnet hält, sie nicht magnetisch sind. Deswegen muss ich hier immer vorsichtig dieses Schrauben raus. Cool. So, warum nehmen wir jetzt die Brücke ab? Kraft kommt von Kraftstoff, darum geht es ja in diesem Video. Das heißt, wir werden jetzt gleich, ich zeige euch das Problem, wir mussten leider die Düsen unterlegen, damit wir die Stecker drauf bekommen. So, da bin ich allerdings gar kein Fan von. Deswegen werden wir jetzt die Rails abbauen und werden eine Aussparung reinfräsen. Eine Sache, die mir jetzt auch schon an dem ganzen System gefällt, ist immer eine Riesensauerei, das Ganze zu zerlegen. Hier können wir aber wirklich einfach Rücklauf ab. In dem Moment, wo der Rücklauf ab ist, drehe ich einfach kurz ein Push-On-Fitting ran und dann kann ich tatsächlich einfach mit dem Mund hier einmal durchblasen und drücke den ganzen Kraftstoff von oben nach unten in Vorlauf zurück. Das heißt, mit Glück ist am Ende nichts mehr drin. So, das heißt, wenn alles gut läuft, können wir das jetzt gleich zerlegen, ohne eine riesen Sauerei zu machen. Läuft tatsächlich so gut wie nichts mehr raus. Weil jeder weiß, was das immer für eine... Normalerweise hätten wir jetzt im Vorlauf natürlich ein Rückschlaggewinde. Das heißt, da kann ich nicht reinpusten, weil ich gegen das Rückschlaggewinde pusten würde. Aber selbst wenn man einmal den Vorlauf irgendwo losmacht, unten, und es so halt dementsprechend da vernünftig ablaufen lassen kann, ist das schon viel wert. Aber muss man denn da einen Rückschlag reinmachen? Ja. Ja, muss nicht, aber sonst ist die Pumpe da. Das heißt, ich würde es in die Pumpe reinpusten, das würde auch gehen, wahrscheinlich, denke ich mal. Aber das Rückschlagventil ist dafür da, dass wenn, wenn der Motor startet, dass halt gleich Druck da ist. Ne? Mhm. Wobei die nie 100% dicht sind und immer den Druck halten. So, der Gerät. So, okay, hier ist noch der provisorische Kabelbaum drauf. Und das ist halt diese geile Abdichtung über den O-Ring, wo man einfach jedes Mal wieder Brücke drauflegen kann für dich. Es geht jetzt um diesen Bereich hier. Ihr seht, wie eng das mit den Düsen ist. Es ist sehr eng. Und obwohl wir jetzt hier schon den Adapter zwischen haben. So, das heißt, die hinteren sind nicht so das Problem. Aber die vorderen. Ich hole jetzt mal einmal einen anderen Stecker. Ihr seht da übrigens meinen provisorisch gebastelten Öldeckel. Der gerade so rüber passt. Dann gibt es jetzt aber Upgrade von TDD. Einen schönen ganz flachen mit Imbus. Muss ich eh nicht mehr dran, weil ich kippe ja Öl eh in den Behälter rein. Ne? Aber so können wir es immerhin einmal schön bauen und die Ölerei hat am Ende. Also, pass auf. Wenn du hier so reinfilmst, sieht man den. Der würde jetzt so drauf gehen. Jetzt machen wir mal den flacheren da drauf. Der ist auf jeden Fall schon mal, wie der Name sagt, flacher. Mit ganz viel Glück zerlegen wir das gleich und es passt, aber ich sage, es passt hier nicht. Weil ich will nämlich diese Käppchen weglassen. Weil ich bin absolut kein Fan von diesen Käppchen, weil ihr seht, wie die Düse kippelt. Und das mag ich nicht. Eine Düse muss da fest drin sein, die muss richtig gepresst sein, die darf sich nicht bewegen. Weil jegliche Bewegung kann immer irgendwann zu einer Undichtigkeit führen. Und Undichtigkeit bei dem Sprit, bei der Menge, ist keine gute Idee. So, das heißt abbauen und ab zur Fräse. Diese Düsen... Ich weiß nicht, was ich Anfang des Videos gesagt habe. Das ist immer das Problem, wenn man über Wochen filmt. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und zwar bei Einspritzdüsen gibt es immer drei verschiedene Spritzwinkel. So, das ist einmal der Winkel Delta. Der Winkel Delta gibt quasi an, wie die Einbaulage der Düse ist zum Stecker. Also Delta 0 Grad heißt, dass der Stecker in Fahrtrichtung zeigt. So, dann gibt es den Spritzwinkel Gamma und Alpha. Der eine Winkel gibt an, wie das Spritzbild auseinandergeht, also wie es quasi auseinanderstrahlt. Und der andere gibt noch an, ob die Düse gerade oder seitlich spritzt. Mhm. So, und das Ganze ist nämlich am Ende kriegsentscheidend, weil ihr seht ja, ich verlängere das jetzt mal hier nach oben, das ist die Düse und hier irgendwo ist die Kerze und der Brennraum. Das heißt, die soll ja nicht gerade runter spritzen wie ein Strahl, sondern die soll ja mit einem gewissen Winkel sowohl auseinander in den Einlasskanal als auch schräg rein.
In diesem Fall ist es folgendermaßen, da gibt es zum Glück ein Selbststudienprogramm vom RS4. Audi hat den Düsen 21 Grad Winkel auseinandergegeben. Also 21 Grad ist perfekt für diese drei Einlasskanäle beim 5-Ventiler. Da ist ja der Einlasskanal in drei Ventile aufgeteilt. Und einen geraden Spritzwinkel. Also sie sollen gerade spritzen, als auch 21 Grad gehen. Weil die Düsen halt genau so in dem Kanal sitzen. Wäre jetzt geil, wenn die Brücke gerade abgebaut ist, dann könnte man das besser zeigen. Aber ist nicht. Ich blende euch trotzdem mal ein Bild von Bosch ein, was diese drei Winkel sind. Also, kurz Zusammenfassung. Es ist immer entscheidend, wie die Düse sitzt. Also nicht einfach links, rechts, vorne, hinten drehen, wie auch immer. Sondern es hat schon einen Grund, wie die Einbaulage ist. So, nun zu unserer Düse. Die hier wollen wir loswerden. Die mussten wir jetzt gerade nur reinmachen, weil es sonst halt gar nicht passt. So, jetzt tun wir mal so, als wenn das so eingebaut wäre. Und wir wollen hier diesen Stecker drauf kriegen. Na, okay, es ist halt wirklich... Ist schon ein bisschen, ne? Mhm. Ah, es wird eine verdammt enge Sache. Die Stecker stehen hier nach hinten, nach da. Die ist auf den Kerndurchmesser geschnitten. Das heißt, diesen Durchgang haben wir hier 12,7. Ja, hier hinten nochmal 12. Also, hier ist eine 12er Bohrung drin und die Rail hat in Summe eine Stärke von 22,8. Das heißt, von der Theorie her, wir machen es uns jetzt gerade mal einfacher, 23 minus 12 sind 11, durch 2 sind 5,5, wenn die Bohrung mittig ist. Das testen wir jetzt einmal. Ist die Bohrung mittig? 4,2. Oh! Wir haben Glück. 4,3. 6. Wenn ich jetzt ein bisschen tiefer reingehe, haben wir 6,0. Das heißt, wir können auf jeden Fall ohne Probleme 3,5-4 mm wegnehmen. So, jetzt ist allerdings das Problem, so steht sie hier. Und uns fehlen eher, wir müssen jetzt hier mal 4. Wir machen mal Folgendes. Allein, weil ich Bock zu fräsen habe. Wir haben hier ja 6 mm. Guck mal, selbst hier an den Stellen haben wir 15,3 zu 13,5. Selbst hier haben wir nur 1 mm Wandstärke. Das heißt, wenn wir hier in der Mitte an einer Stelle 2 mm am Ende haben, wird das schon passen. Ja, das heißt, wir können auch hier wegnehmen, dann ist es spannend, ne? So. Gucken wir mal erstmal, was wir da am besten an Werkzeug für nehmen. Ja, ich habe auf jeden Fall in den letzten Wochen meine Leidenschaft zum Metallbau wieder entwickelt. Ich habe das früher echt gerne gemacht. Meinen ganzen Golf 1 waren eigentlich nur Karosseriearbeiten mit Verzinnen und so weiter. Aber es macht jetzt ja keinen Sinn, so großflächig die ganze Rail zu schwächen, wenn wir es da gar nicht brauchen. Weil wir brauchen es ja wirklich nur in diesem Bereich. Das heißt, ich würde fast sogar eher... Der sieht eigentlich gut aus. Ich würde fast sogar eher nur mit dem hier durchfahren. Die habe ich übrigens damals mit Björn getauscht. Die kommt ursprünglich mal von Björn. Björn brauchte, ich weiß gar nicht mehr, es war für einen Lambo-Motor fürs Buchsen, brauchte er eine bestimmte Fräse. Diese bestimmte Fräse... Hatte ich, riesig groß. Dann haben wir die große zu ihm gekarrt. War damals mit René ein ganz wilder Ausflug. Und ich habe seine kleine Tischfräse bekommen. Habe sie wirklich jahrelang nicht benutzt, bis ich jetzt irgendwann die Leidenschaft dran entwickelt habe. Und jetzt werde ich noch zum neuen Fräser hier. Florian hat einmal kurz probiert, Edelstahl hier dran zu bearbeiten. Ich verstehe es, warum einige mit diesem Material nicht arbeiten wollen. Also das ist wirklich... Hätte ich nicht gedacht, dass Edelstahl so, was Fräsen angeht, wirklich so krass ist. Dann, das Allerwichtigste bei sowas ist, einen vernünftigen Schraubstock. Diesen Schraubstock, so wie man mich kennt, eBay Kleinanzeigen aufgemacht und Tim erstmal losgeschickt. Wo war das? Ich glaube, irgendwo im Ruhrpott, ne? Beim Ruhrpott. Nee, ging sogar noch. Das war kurz so, ne? Hinter Bielefeld oder so. Kurz hinter Bielefeld, Schraubstock abholen, ich glaube 150 Euro, 200 Euro. Ja, 150. 150, so in dem Dreh. Aber der hat sein Geld schon verdient, weil ich sage euch, der ist so schwer, dass man ihn auch einfach nur auf den Tisch legen kann und spannt sich da mal kurz ein Rohr ein, was man einfach nur schleifen will. Es ist einfach, ein guter Schraubstock ist einfach, ist das Geld wert. Zack, schön gegen und fertig. So, hier vorne wollten wir als erstes da mal einen rauskoffern. Idealerweise macht man sowas auch alles in einer Spannung. Das heißt, wir spannen das jetzt so ein. Wobei, das ist jetzt hier wirklich Firlefanz, ne? Weil es geht jetzt ja, das muss ja rein gar nicht maßhaltig sein in irgendeine Richtung, weil es ist ja nur eine Auskofferung. Aber ich sag euch, so eine kleine Maschine ist definitiv einfach Gold wert. Jetzt ist bei so einem Schraubstock... Knack! Immer die Frage, wie doll macht man das Ganze? Höhe passt logischerweise. Jetzt machen wir als erstes Folgendes. Ah! So, als allererstes kratzen wir den jetzt mal an. Ah. So,
werden bestimmt einige wieder sagen, wir müssten das auf jeden Fall kühlen und schmieren. Mir wurde aber gesagt, Alu mit dem Fräser, wenn wir es ganz langsam machen, brauchen wir keine Kühlung. Naja. So, also, wir sind jetzt hier bei 25. Wir gehen mal als allererstes auf 50. Das sind jetzt nur 2/10. Nur 2/10 ist gut. Immer krass beim Fräsen, was dann doch 2/10 sind. Ah ja, aber guck mal, ist das geil. So eine einfache Maschine. Also manche werden sich jetzt einfach totlachen, ne? So, aber wie wenig Aufwand es ist für uns. Ein geiles Ergebnis. Weil stellt euch mal, ich hätte angefangen jetzt mit der Flex irgendwie rumzukoffern und so weiter, ne? Das wäre immer schlechter gewesen. Ja, wir können das Ganze bestimmt noch ein bisschen optimieren, indem wir das noch zentrieren. Das hat man gedacht, wir wollten mal 4 mm eigentlich, ne? Ja. Eigentlich ist das auch nicht so cool, was wir hier gerade machen, weil wir in zwei verschiedene Richtungen fräsen. Na, aber scheißegal. Weil wir wollen ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern wir wollen ja einfach nur vorankommen. Wenn jetzt auch einige sagen, boah, 0,5 mm zustellen, das ist zu viel. Aber das ist hier good old Technik aus 89, die kann das. So, jetzt hatten wir ja gerade, jetzt machen wir noch mal. Ja, hier müssten wir genau bei 3,5 sein. Ich habe auch schon wieder ein Upgrade für die Maschine bestellt. Und zwar, es gibt so Schraubstöcke, die man auch drehen kann. Also, die man sowohl so drehen kann, als auch so drehen kann. Mhm. Sind da natürlich so riesig und schwer, weil sowas brauchst du nicht bei eBay oder Amazon kaufen, sondern musst schon richtig oldschool German Technik. Ja, tatsächlich mal wieder von Kleinanzeigen. Kommt allerdings aus Bayern. Oh, deswegen ja, muss ich da noch wen finden, der mir das bei der nächsten Tour mit vorbeibringt. Weil ich bin ja so ein Symmetrie-Fan. Das heißt, ich würde natürlich am allerliebsten jetzt hier auch noch links-rechte Faser reinfahren. Da gibt es natürlich auch passende Fräser für. Aber so einen verstellbaren Tisch fänd ich schon geil. Extra für Marius hier nochmal wieder ein Tiefenmesser. 3,3 haben wir jetzt. So, die Breite reicht jetzt. Aber ganz ehrlich, es fehlt noch ein Atömchen. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Ja. 3, 2, 1, Risiko.
das Kabel an sich ist ja nicht hier vorne. Mhm. Das Kabel steckt ja logischerweise hier hinten drin, also die Litze. Das eigentliche Kabel ist hier schon zu Ende. Das heißt, als allererstes würde ich jetzt mal den Stecker hier einmal kurz mit der Flex gerade ziehen. Ja, 3-4. Wir haben 6-4. Das heißt, wir haben noch 3 mm, das ist ganz schön viel, ne? Ja, kann auch noch einen runtergehen. Also einen halben zumindest. Und die 2 mm hat es ja auch nur in der Mitte vom Radius. Was hatte ich jetzt gerade gemessen? 3-4 und wir haben 6-4. Genau. Das heißt, einen können wir noch wegnehmen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein Video freuen. Ich werde den ganzen Tag an dieser Fräse verbringen und werde mal irgendein Teil von dem Motor nehmen, was wir jetzt aus Edelstahl gebaut haben oder aus Alu. Und werde das wirklich mal aus dem Vollen hier mit rausfräsen. Gucken, ob man das hinkriegt. Atömchen vom Stecker jetzt einmal. Das kann ich mit meinem Gewissen auf jeden Fall so ohne Probleme vereinbaren, weil eigentlich ist der ganze Teil hier oben Schwachsinn, weil die Verriegelung von dem Pin ist da drin und hier geht wirklich nur das Kabel durch. Also ich behaupte, man könnte sogar noch mehr wegnehmen. Ah, schon irgendwie ein bisschen befriedigend. Kannst du da durchgucken? Weil ich ein Gefühl, liegt es jetzt? Hört man es auf? Liegt es auf? Wenn es gerade steht, ist cool. Das mache ich jetzt mit allen 6. Ich denke mal eine Stunde bin ich damit beschäftigt. Dann ist das Thema von der Kraftstoffanlage auch durch. Im nächsten Video beschäftigen wir uns mit Thema Tankbau. Wird richtig gut mit Sumpfabsaugung und so weiter. Und mit Thema Benzinhochregler. Und Leitung. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Dürft euch auf weitere Limo-Videos diesen Monat freuen, weil wir geben richtig Gas. Tschüss.